Bei so einer Sicherheitslücke reiben sich Hacker, Betrüger, Cyberangreifer, ja auch Geheimdienste durchaus die Hände, denn es gibt eine ernstzunehmende Sicherheitslücke, es sind sogar zwei, in den aktuellen Betriebssystemversionen und in Safari auf allen Geräten, auf allen Mobilgeräten, also auf iPhone, iPad und auch MacBooks und iMac, mit denen Angreifer Kontrolle, und zwar die komplette Kontrolle über das Gerät, über euer Gerät übernehmen können. Die gute Nachricht ist, nachdem die schockierende raus ist, es gibt schon ein Update und das solltet ihr einspielen. Das ist Thema in dieser Folge von Netzscanner und jetzt geht's los. Herzlich willkommen hier bei einer kurzen Folge vom Netzscanner, eine aktuelle Ausgabe sozusagen, und die ist auch wirklich dringend, denn eine Sicherheitslücke im Safari-Browser und im Kernel, im Betriebssystem, Kern von mobilen Betriebssystemen und auch auf Monterey, also auf praktisch allen Apple-Geräten, ist wirklich ernst zu nehmen, weil es eine gravierende Sicherheitslücke ist, die Hacker und Angreifer ausnutzen können. Dazu später mehr. Schön, dass ihr da seid, dass ihr bei dieser aktuellen Ausgabe dabei seid. Und wie immer möchte ich erwähnen, wenn euch diese Ausgabe gefällt, dann lasst mir bitte dringend einen Daumen nach oben da oder abonniert den Kanal oder kommentiert auch, wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, damit mehr Menschen diese Videos sehen. Das wäre wirklich sehr schön. Apple warnt vor gravierenden Sicherheitslücken in so ziemlich allen Apple-Produkten, ob iPhone, iPad oder MacBook. Es sind sogar einige iPods betroffen, aber das nur am Rande erwähnt. Wenn ihr Apple-Produkte verwendet, dann wirklich unbedingt ein Update einspielen, denn diese zwei Sicherheitslücken, es ist eine Sicherheitslücke im Browser Safari und eine andere im sogenannten Kernel, das ist eine ganz interne Funktion, ganz interne Programmbibliothek, die dafür sorgt, dass Hardware und Software sich ja miteinander verstehen. Diese Sicherheitslücke ist derart gravierend, weil Angreifer, wenn sie sie ausnutzen, die komplette Kontrolle über das Gerät übernehmen können. Sie können Daten auslesen, Daten manipulieren, sie können aber auch das Mikrofon einschalten, die Kamera missbrauchen oder gucken, was gibt es für Fotos im Gerät und die auslesen. Also es ist so ziemlich alles möglich, weil hohe Adminrechte vergeben werden können. Das heißt also, ohne jede Einschränkung können die Angreifer auf das Gerät zugreifen. Das wird mit gutem Grund als gravierend bezeichnet und das sollte man natürlich unbedingt auch verhindern, dass das passiert, denn es gibt Meldungen, dass diese Sicherheitslücken tatsächlich auch schon ausgenutzt werden. Was ihr also machen solltet, auf eurem Mac, auf eurem iPhone, auf eurem iPad unbedingt das Update installieren, habe ich hier auch schon gemacht. Version 15.6.1 ist jetzt hier aktuell beim iPhone, beim iPad ganz genauso 15.6.1. Und wenn ihr MacBooks benutzt oder iMacs oder andere Mac-Hardware und Monterey verwendet, das ist die aktuelle Version des Betriebssystems, dann auch das bitte unbedingt aktualisieren auf die neueste Version, wenn das nicht ohnehin automatisch passiert auf eurem Gerät, je nach Einstellung, damit die Sicherheitslücken auch wirklich geschlossen werden. Diese Sicherheitswarnung sollte unbedingt ernst genommen werden. Es macht ein bisschen Mühe, ich weiß, aber Updates einzuspielen ist das Beste, was man machen kann, wenn man dafür sorgen möchte, dass man nicht ausgenutzt, ausspioniert oder irgendwie über den Tisch gezogen wird. Solche Sicherheitslücken sind gravierend und könnten zum Beispiel auch von Ransomware verwendet werden, also von Software, die unsere Daten verschlüsselt und erpresst, und das wollen wir ganz sicher nicht. Macht euch die Mühe, installiert die aktuellen Updates und ansonsten wie immer, bleibt bitte neugierig. Bis bald.